Gloria Glitzer, das sind Franziska Brandt und Moritz Grünke. Wir verstehen das Publizieren als künstlerische Praxis und realisieren unter diesem Namen unsere Arbeiten. Wir nennen sie Bookworks. Das heißt, wir entwickeln den Inhalt, wir erarbeiten das Layout, übernehmen in den meisten Fällen den Druck und natürlich die Distribution. Unsere Arbeiten könnt ihr entweder auf Bookfairs, auf unserer Webseite, in kleineren Buchhandlungen fürs Independent Publishing oder in verschiedenen Sammlungen finden. Gloria Glitzers Studio befindet sich im Remake It. Remake It ist ein Raum in Berlin-Wedding. Es ist ein Hybrid, der sowohl Gloria Glitzer beherbergt, als auch das Herbarium Riso, eine öffentliche Bibliothek für schablonengedruckte Publikationen und Ephemera. Es ist zudem ein Risografiestudio. Es ist ein Treffpunkt für Menschen und ein Ort, wo wir KünstlerInnen unterstützen, ihre Publikation zu realisieren. Bliss kann als die notwendige und logische Fortführung unserer letzten Publikation verstanden werden, wie zum Beispiel Cindy, Riffraff, Jon Idol oder Cozy Complex, Goodbye Bastard oder If You Lived Here, weil genau wie diese Publikation nimmt Bliss Bezug auf die Umwelt und die Gesellschaft, in der wir existieren, und ist außerdem auch der Versuch einer Selbstreflexion. Bliss vereint verschiedene Aspekte. Vielleicht die Einstellung zum Thema Körper, Schönheit. Bliss reflektiert unser Verhältnis zum Thema Beziehungen in ihrer Vielfalt, aber auch das Thema Arbeit und unsere Existenz in einer kapitalistischen Gesellschaft. Bliss kann auf jeden Fall auch als Reaktion auf die Umstände des letzten Jahres gelesen werden, in denen ja Themen wie Gesundheit, Fitness, solidarische Gemeinschaften, Achtsamkeit füreinander auf jeden Fall nochmal unter ganz anderen Vorzeichen geprüft werden mussten. Für uns ist damit Bliss letztendlich sehr persönlich geworden. Denn es ging stark natürlich auch darum, unsere eigene Rolle, die wir einnehmen mussten im letzten Jahr, zu diesen Themen irgendwie zu reflektieren und auch zu erkennen, dass wir ja auch nicht frei von all diesen Einflüssen sind. Bücher im Allgemeinen und Bliss an dieser Stelle sind ja für uns auch immer Orte, Utopien äußern zu können. Bliss traut sich letztlich, ein Ende des Elends zu fordern, und Bliss heißt Glückseligkeit und fordert damit diese Glückseligkeit für alle. Bliss träumt von der Freiheit unserer Körper und ermutigt zur Liebe für sich selbst. Die Ausstellung kann wie eine in den Raum gewachsene Publikation gelesen werden. Das ist ziemlich vergleichbar mit einem Traum. Nach dem Erwachen kann man sich oft nur an Details erinnern, und ähnlich wäre das jetzt bei der Ausstellung mit den Objekten, die halt wie Fragmente zu verstehen sind, die nach dem Durchblättern der Publikation im Gedächtnis geblieben sind. Die kleine Herzkette ist wahrscheinlich für uns das zentrale Stück in der Ausstellung. Es handelt sich dabei um ein Amulett. Man kann es aufklappen und es wird damit zu einem ganz winzigen Buch. Für uns transportiert es wahrscheinlich den gesamten Sinn der Ausstellung und Publikation. Wie das Herz auf dem Spiegelsockel liegt, verweist es für uns auf alle Verletzlichkeit, die wir letztlich immer wieder versuchen zu verstecken. Das Herz wird damit zur Schau gestellt und gibt seinen Inhalt preis, indem es eben wie so ein kleines Buch geöffnet ist. Es wird zum Versprechen, es wird zur Ware, es wird zum Geheimnis und zum Versteck. Zwei Teile bilden bei einem Amulett ein Ganzes und halten sich aneinander fest. Ohne Scharnier wären die Herzen verloren.